Und in dieser Folge. Wir sterben an einem Kreuz. Wir kombinieren unsere Waffen. Und wir machen heftigen kritischen Schaden. Moin Moin, Mensch Midgards. Es ist wieder Demo-Montag und heute spielen wir Bowtato. Das Spiel ist im Early Access, gibt bisher nur eine Demo, gibt kein Release-Datum. Ja, ist halt so ein bisschen wie Vampire Survivors. Ist mir davon auch vorgeschlagen worden auf Steam. Man kann wohl sechs unterschiedliche Waffen haben, also alles ähnlich, bloß halt ein anderer Look. Mal schauen, wie es so abgeht. Los geht's für euch nach dem Intro. So, da sind wir. Fangen wir mal an mit Start. Mal gucken, können wir unseren Charakter wählen? Oh ne. Die Werte, oh, na gut, aussehen auch. Okay, gibt zumindest einige Eierköpfe. Mehr Erfahrung, aber dafür höhere Gegenstandspreise, okay. Ja, ich glaube, ich nehme erstmal Standard, oder? Fünf Treffer mehr, fünf Sammeln mehr und fünf Geschwindigkeit. Waffenauswahl. Ist ja witzig, hier gibt es ja gleich einfach alle Waffen. Also ich bastel mir meinen Charakter selber zusammen aus. Einfach nur mit Fäusten, mit Handkantenschläge. Messer, Steine, Speer, einfach nur ein Stock, eine Fackel. Ja, was nehme ich denn da? Habe ich mit einer Schrot, mit einer Pistole? Ein SMG? Kommen wir mal ganz plump für den Anfang mit einer Pistole. So, wie schieße ich hier? Ach, das schießt in dem Spiel auch wieder automatisch. Hab nämlich noch mal anderes auf dem Schirm gehabt. Das ist ganz schön flott. Da schießt er nicht automatisch, da muss man selber schießen. Okay. Ach, das ist so mit Wellen und dann sucht man sich was aus. Mehr Schaden, Elementarschaden und Glück. Komm, wir nehmen mal Elementarschaden. Ach, gucke an, das kostet jetzt alles hier nochmal. Dass ich aufwerten kann, okay. Habe ich eine zweite Waffe oder ich werte die Pistole auf? Oder habe ich zwei Pistolen denn? Ach so, ich habe jetzt Elementarschaden aufgewertet und das Elementar. Ja, komm, dann nehmen wir das. Ich vielleicht gleich nehmen soll, wa? Wenn ich. Na gut. Ist ja die erste Runde. So, mehr will ich nicht. Ich kann rerollen. Ich habe aber Ebus noch 33. Komm, go. Jetzt hat er zwei Waffen. Was mache ich, wenn ich noch mehr habe? Hat er denn einfach mehr Hände, wa? Wie viel Geld bringt das hier ein? Alles immer ein? Ist das egal, wie es aussieht? Ja, scheint so. Okay. Die Frucht hat mich bestimmt ein Stück geheilt, wenn ich Treffer verloren hätte. Oh, jetzt habe ich Treffer verloren. Geh weg. Achso. Muss mir nicht mal einen Kopf machen, der sammelt zum Ende sowieso automatisch ein. Ah, in der Reichweite glaube ich nicht. Trefferregeneration oder Geschwindigkeit. Ich nehme mal Geschwindigkeit. Jetzt gibt es hier noch eine Waffe. Sind zwei hier? Ja, cool. Na, weniger Range, aber dafür mehr Schaden. Ne, will ich nicht. Ich bleib bei der zweiten Taser. Sonst hat er einfach drei Arme. Okay. Wenn die Waffen auch noch aufwerten kann, oder? Oh, hier teilweise doppelter Schaden, oder was? Oh. Halt ja mal den an, der am nächsten ist, oder einfach bei Schnauze. Sollen wir irgendeinen Baum zum Abschießen? Eine Frucht, Heilung, ah, okay. Da kam die her, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Aber ist schon cool. Also ich habe den Sound ein bisschen runtergeschraubt, vielleicht mache ich auch wieder ein bisschen lauter. Oh, das habe ich ordentlich abgekriegt. Shit, ich war ja fast weg schon. Mir gar nicht so aufgefallen. Komm, mehr Maximaltreffer. Kann ich noch was wählen? Ja. Elementar. Ich habe auch 94. Hör mal, wie wollen wir das jetzt mal? Nee. Ist alles nicht so toll. Kann ich die Sachen nicht. Ach, ich kann recyceln. Ich kann kombinieren. Wird die denn stärker?
Ich hoffe doch, jetzt habe ich natürlich eine wieder weniger. Dann nehmen wir nochmal wie wollen. Könnt mir die SMG einfach mal noch dazu holen? Kommen wir mal die Pflanze hier? Ja, und dann versuchen wir es einfach. Guck mal hier, Taser 2, ja, tatsächlich. Okay. Das aussieht, ey. Hält jetzt schon ein bisschen mehr aus, ja. Schon zwei, dreimal drauf schießen. Komm halt runter. In die Schweine. Oh, der schießt sogar. Ah, okay. Für zumindest nach jeder Welle will er voll heile. Da unten liegt noch eine Frucht. Kann ich ihm dort verhindern, wenn ich mich verletzt fühle? So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Jetzt sind wir unten noch neue Früchte, oder? Ah. Ha! Ohne getroffen zu werden. Nee, Quatsch. Bizeps bringt. Wie das aussieht, das Bild dazu, geil. Lifestyle. Tief 2, okay. Nee, komm, mehr Schaden. Weniger Range. Ah, das will ich nicht. Komm, wir packen noch eine Shotgun dazu. Beaded Damage habe ich eh nicht. Ah, die Items landen da drüben, das andere landet hier. Okay. Und weiter. Gucken, was die Pump jetzt noch dazu haut. Ah, okay, so ein Dreierschuss. Ist gar nicht so einfach zu identifizieren, wie die feuert. Wenn man weiter weg ist, sieht man es. Boom. Ah. Ganz schön klein ist die Arena hier. Na gut, man soll ja auch nicht die ganze Zeit wegrennen. Also, schon, aber oh, scheiße. Scheiße. Braucht diese Frucht. Oh Gott. Klein. Und wenn denn die noch hier mitten drin aufwachen, ja, dann lost. Okay, so mal ganz anderes Gefühl zu spielen. Oh. Hab den gleich nochmal. Okay. Warte, ich würde aber was Neues ausprobieren. Zurück zum Hauptmenü, ja. Starten. Was haben wir denn hier noch? Das ist also so ein Prügler. Ja, komm. Das aussieht. Dsch, dsch. Ja, cool. Hier ist auch wieder diese. Das Hauptentdecken erstmal. Was spielt man so? Was gibt es für Möglichkeiten? Und irgendwann, wenn man dann alles gesehen hat, dann versucht man irgendwas, was man geil fand. Ja, was heißt irgendwann? So weit zu verbessern, dass es richtig scheppert. Ja, Range, der hat ja noch längere Arme. Was. Komm. Auf. Hm. Das Speed, wenn ihr Range. Ja, die fallen mir alle nicht. Gib mir mal was zum Kloppen hier. Da. Will ich haben. Ah, das geht ja auf Glück irgendwie anscheinend. Okay. Können wir eh nichts leisten. Ich könnte die Fäuste kombinieren. Mach ich aber noch nicht. Wir sammeln weitere Fäuste. Ich glaube, bisher ist es noch ziemlich. Die hauen mit einem Schlag weg, und es ist besser, drei Fäuste zu haben, als nachher eine starke, die zu langsam schlägt. Also, vielleicht schlägt die ihn auch schneller, ich weiß es nicht. Das sehen wir ja, wenn wir später machen. Aber ich glaube, drei ist auch mal geiler. Ich dachte, leider noch kein Release-Datum, finde ganz witzig. Mir fehlt auch so ein bisschen der Stil, so ein bisschen farbenfroh. Das andere, was ich letztens gesehen habe, das ist alles so grau gehalten. Das fand ich dann ein bisschen. Ah, ist halt nicht so ansprechend. Ja, hier kommen ja die Mini-Damage. Kann ich da drüben auf den drauf gucken? So. Unarmed Weapons. Hm. Da das eine schwere Waffe ist, zählt das wieder nicht. Die Range erhöhen? Komm, das ist jetzt ein Nerd mit einer Brille. Braucht mehr Waffen. Die sieht aus. Dsch, dsch.
Der Nerd kloppt sich durch. Nur mit Fäuste. Das heißt Nerd, bloß weil er eine Brille hat. So richtig stereotypisch. Richtig Schubladen denken. Alter, die Reichweite ist geil. Und wie der Chepper noch so klack, 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 bam, bam, bam. Warte mal. Wir machen jetzt Haut noch ein bisschen geiler. Kann ich so nicht, nee. Kann nur das einschalten. Ach, doch, Quatsch, da oben. Jetzt Musik, machen wir doch eine mehr. Den Chepper mal richtig. Komm. Ah, jetzt Chepper schon ein bisschen mehr. Ey, komm. Wir geben dem die 100 und knallen hier noch was drin. Chepperts einfach noch mehr, der Schlag. Wird sich wuchtiger an, ist cool. Level up. Geht doch weg. Noch mehr Range. Attack Speed. Ich könnte jetzt auch rerollen. Wo steht denn da rechts mein Glück? Da ganz unten 0. Komm, haben wir jetzt 16 Glück. Was soll man das hier noch bringen? Nehmen wir noch die Handkante. Was gibt's hier noch? Noch eine Faust. Noch besser gucken. Hat er zwei Brillen auf was? Ah, zweimal Fist 2. Okay, es ist nämlich jetzt einfach. Nee, ich heb mir das mal auf. Mach hier die Handkante, wie die aussieht. Quatsch. Ey, hör auf hier. Nicht geschossen. Auf die Fresse. Immer aufs Maul. Karate Kid kann einpacken. Wenn es nur Karate Kid gibt, als Film. Das ist halt immer so klassisch. Wobei die Cobra Kai-Teile müssten ja auch bald mal weitergehen. Da habe ich auch Bock drauf auf Netflix. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja fast tot war. Merkt man manchmal gar nicht so richtig. Eine verlorene Ente. Ja, komm, nimm mal mit. Das war das in der Kiste war, wa? Und ich wüsste, was plus 2 Lebenspunkte Regeneration direkt ist, also wie schnell das ist. Jede Minute? Komm, packen wir noch eine Fist, noch eine Hand. So, jetzt haben wir hier. Oder ich jetzt mal ja Fäuste. Wenn ich die jetzt. Ich jetzt verkauft? Nee. Gott, es hat sich gerade so angefühlt, als wenn er einmal nicht nach oben geklickt hätte. So, die kann ich aber noch nicht zusammenfügen, weil ich noch eine davon brauche. Nicht so toll. Na. Komm, weg damit, weiter geht's. Der aussieht. Diese Sicht, ey. Aber die Schläge haben, ja, ich meine, für einen Nahkampf eine gute Reichweite. Und scheppern ordentlich. Ein bisschen wenig Treffer mit 10, dann muss ich vielleicht mal irgendwann aufpassen. Ah, gut, der scheppert halt alles mit einmal weg. Bisher. Geht ordentlich durch da. Oh, da war noch Gott Dodge. Die Chance auszuweichen hat mal funktioniert, aber es wieder standardmäßig hart. Level up! So richtig merke ich vom Level up immer gar nichts. Eigentlich nur von dem, was ich da auswähle. Die Zwerge sich hier Gott Dodge erhöhen. Und geschafft. Nicht, wie viel Wellen das hat. So, noch mehr Melee Damage, das klingt gut. Noch mehr kritisch. Attack Speed.
Das wird einfach das Level up immer sein, ja, wenn ich das auswählen darf, weil ich drei Level gestiegen bin oder wie? So, warte mal, da ist ein Taser, den will ich nicht. Number of Enemies. Mhm. Habe ich also mehr Feinde, mache aber auch mehr Schaden. Hm. Wir machen mal neu. Ja. Aber auch hier. Kombinieren wir erstmal. Das kombinieren wir. So. Jetzt haben wir drei gute Waffen schon mal. Und eine, die auf dem Weg dahin ist. Oh, neue Gegner. Würde 6. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. 20, 30, 40, 50. Gott. Der mich mit einmal fast gekillt gerade. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ich brauche Heilung. Oh shit. Heilung, Jungs. Heilung. Scheiße, genau reingelaufen in die Xe. Wieder Shepard, geil. Komm, sag ihm. Noch 12 Sekunden, scheiße. Willst du mein Level abkommen? Hause weg. Ist doch nicht so leicht. Scheiße, wurde er eh nicht gefangen. Nein. Fuck. Einfach zu wenig Treffer. Oder zu wenig Waffen. Hm. Noch weniger Treffer. Boah Gott. Hm. Nehmen wir den noch dazu? Sie sieht, ey. Herrlich. Ja, komm, wird alles immer teurer. Jetzt hat er da oben im Kopf den Kram, okay? Ja, ist cool, dass man die Items auch am Charakter sieht. Ist besser als was bei den anderen Spielen. Shit. Das ging schnell. Fuck. So, was probieren wir jetzt aus? Wenig Treffer, dafür halt mehr Range und Genauigkeit. Gibt so viel zur Auswahl. Komm, wir nehmen den einfach mal. Der hat mal das zur Auswahl. Cool. Macht der Bus kaum Schaden. Wie denke ich nach? Nö, ich glaube nicht. Schießt einfach dauerhaft. Cool. Range Damage, ja. Ja. Noch weniger Schaden, aber noch höheren Attack Speed. Nehmen wir noch mit, komm. Ja, komm, zwei Waffen erstmal. Kriege ich eigentlich Erfahrung einfach so? Ne, ich muss sie einsacken, so, ja. Okay, über den anderen. Und gleichzeitig kaufen wir aber hiermit auch was. Okay. Doch schon sehr wichtig, um das ganze Zeug durchzuwaschen. Okay, das bringt dann mehr Geld als auf. Also beides ja. Noch mehr Range? Das hat verlangsamt, der geht noch nicht verkehrt. Ja, komm. Vielleicht ist das so mein Problem nachher gewesen.
machen, wenn die zu schnell ran sind mit ihrem Gummi-Spezialangriff da. Wo sie einen nur gleich 8 Schaden gemacht haben. Wenn die kommen, bin ich ja mit einem Schlag tot. Ich finde schon, wirkt so super einfach und simpel. Aber ich finde das schwerer als die anderen. Meine ich Vampire Survivor und ich glaube 20 Minutes Till Dawn oder irgend sowas. Noch mehr Range, Speed, komm, ein bisschen schneller laufen können. Komm, jetzt nehme ich mehr Treffer dazu. Mega Range will ich nicht, holen wir uns noch eine Pistole zu. Was haben wir hier noch? Noch eine SMG dazu, noch eine Pistole dazu. Dann packen wir die Pistolen zusammen. Packen die SMGs schon mal zusammen. Ne? So. Die eine ist ja. Okay. So, mal gucken, wie es jetzt abfeuert hier. Der neue Treffer ist immer noch viel nichts. Stimmt, ich krieg ja bloß die Hälfte der Treffer dazu. Ich krieg ja nicht 8, sondern bis 4 dann. Stimmt, habe ich schon völlig verdrängt wieder. Bei so viel Feuer, wie ich im Platz stürme, einfach mal drauf und sammeln die Erfahrung ein. Muss ich aber irgendwie doch wieder zurückziehen. Zack. Gucken, was wir diesmal kriegen statt der Ente. Scheiße, getroffen worden. Wie langsam der steigt. Kam noch ein Schuss, während wenn der mich getroffen hätte. Mehr Schaden allerdings, also durch die Kopfverletzung mehr Schaden, aber weniger Reichweite wiederum. Ich kann sehen, wie viel das ausmacht. Also jetzt gleich neu. Shit. Komm, ich will einfach sehen, wie der Charakter aussieht. Noch mehr Attack Speed. Noch eine Schrotflinte dazu. Und gucken mal. Ja, 6 Arme hier, 5. Oh Mann. Das war das weiteste, Welle 6, ja. Ich bin noch nicht so gut, hab noch nicht den Bogen so richtig raus. Aber jetzt ballert er ordentlich. Die Reichweite ist gar nicht verkehrt. Und solange die Waffen die Gegner tot kriegen, zumindest halbwegs. Ja, es wird schon langsam. Machen sich mehr genug Schaden. Braucht einfach mehr Schaden. Damit die Schweine nicht so nah rankommen. Schön, dass die auf Entfernung abschießen. Scheiße, ich bin schon fast über tot. Ja, komm, mach den Raum fertig, genau. Das hätte auch die Erfahrung einsacken. Muss man ja mal so ein bisschen risikohaft hier drin rumlaufen. Wo ist denn der Unterschied? Ach, das eine ist die Chance, das andere ist der Schaden. Was habe ich denn rechts? Keine Chance, kein Schaden. Okay, super. Warte mal, ich wollte das hier mal. Noch mehr Attack Speed. Noch mehr Genauigkeit. Ah, die ist, glaube ich, nicht das Problem. Noch mehr Range, nee, mehr Schaden. Wir nehmen den Taser, verbessern den, nehmen die Schrot dazu. Mal gucken, was ich als nächstes noch finde, wa? Drei Prozent weniger Schaden. Ach nee. Nee. Der Augenverletzung, ja. Oder Augenoperation, ja. Ist halt nicht mehr so genau. Wo steht denn das überhaupt? Da unten 15%.
Na, wir bleiben erstmal so. Ich habe jetzt die sechste Waffe. Ich würde überleben. Ist ja theoretisch immer bloß eine Minute. Aber wie lang die sich anfühlt. Hier merkt man das mal wieder richtig. Shit. Frucht schon weggefuttert. Ich glaube, die Schrotflinten, wenn die so nah ran sind, gleich als Masse wegzuschießen, ist ziemlich geil. Die anderen versuchen noch Entfernung schon so ein bisschen zu bearbeiten und dann BAM! Ich darf halt nicht in den Sturmangriff hier reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Schlag wegkönne, wenn die kommen. Shit. Überleben! Überleben! Nein! 3 Sekunden! Genau in den unten reingelaufen. Nein! Nein! Scheiße, ich dachte, jetzt komme ich mal noch eine Welle weiter. Oh, damage gains are increased. You can only equip one weapon. Gott, er schießt halt schneller und alles, aber nur eine Waffe. Kann ich, was habe ich denn jetzt zur Auswahl? Okay. Wie ist die Range? 300, 400, 400. 200. 350 für den Speer, ist ja auch nicht verkehrt. Was hat denn die geringste Cooldown? Was ist das, wenn ich das hier drücke? Nochmal. Was random denn? Okay. Gott, jetzt habe ich also nur das Strommesser. Oh, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Gott, mit einer Waffe. Out. Ich kann halt nur eine Waffe. Die macht Elementarschaden, das heißt, die Ente zu nehmen wäre schon mal voller Kacke. Mal durch, müssen wir weitermachen. Stich! Also schadenstechnisch ist es ja noch geil, aber es sind die ersten Gegner halt nur. Das Angriffstempo ist natürlich auch geil, weil es wirklich dreimal so schnell ist. Aber guck mal da. Wollte mal ein bisschen antesten, da kriege ich den da schon nicht tot. Hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also wenn ich schon ein bisschen Strom abgekriegt habe, dann geht's. Aber wenn der gerade erst auftaucht, kriege ich ja schon jetzt die nicht mal tot. Mehr Range. Komm, wir wollen durch mehr Erfahrung. Ich brauche das Strommesser, nicht das nochmal. Irgendwie fällt mir noch gar nichts so voll und ganz. Von den Sachen, die ich jetzt zur Auswahl kriege. Mit denen hier. Einer Waffe, ey, wirklich. Ich hab's ja nicht mal mit 6 Waffen geschafft. Ich meine, wenn die jetzt dreimal so schnell angreifen, sind es immer noch keine 6 Waffen. Das ist richtig, merken tue ich aber auch nichts, dass ich jetzt die größere Sammelradius habe. Da kriege ich einfach noch mehr Material. Wenn ich hier was einsacke. Wie ist mein Glück? Ist sowieso bei 0. Weniger Range, aber mehr XP.
diese Waffe hier überhaupt nochmal? Ich würde die gerne mal nochmal haben, um die aufzuwerten eventuell. Das, der rennt weg. Was sind die Fernkämpfe, die hören einfach ab. Oh. Shit, ey. Das war ja mal gar nichts. Aber ich finde, wenn die Kreuze kommen und ich schon da stehe, komme ich auch nicht mehr weg. Der Charakter bewegt sich dafür zu langsam. Geht, aber ihr habt mir jetzt auch gar nicht gefallen. Wir Elementarscham. Nochmal Chance, dass die Gegner brennen. Allerdings Rüstung und alles. Was steht denn hier als Unique Weapon? Jede Waffe, die ich nur einmal habe? Ah, aber auch keine Reichweitenangriffe. Minus 100% Schaden. Dafür 5% mehr. Immer wenn ich Schaden nehme. Bis zum Ende der Welle? Ach du Scheiße. Ja, komm, wir nehmen mal hier mehr Erfahrung. Was gibt's denn hier noch? Hitting an enemy spawns 3 projectiles dealing 1 damage. Ist ja gar kein Schaden. Ist ja nichts ein. Bloß wegen den Nagel- oder Kaktuskeule. Ja. Mal mit Feuer versuchen? Wie sieht das Feuer an der Waffe aus? Ach du Scheiße, ist die langsam. Oha. Dann leben die noch ewig. Das ist das, was ich eigentlich gar nicht will. So, ich habe ja jetzt hier eine Elementarwaffe. Und die ist gleichzeitig primitiv. Naja, komm. Oh, das sieht komisch aus, wenn das zwei so eine Stichwaffe mit einmal zusammen haben. Shit. Alter, wie lange die brauchen, wenn die beide einmal angegriffen haben? Shit. Speed ist einfach Schmutz. Richtiger Scheiß. Fuck. Lifestyle. Komm, nehmen wir einfach mal zum Probieren. Weiß nicht genau, was die mit dem Harvest bisher meinen. Ein Schaden und 4x3 Schaden noch danach. Irgendwie so. Jetzt? Immer noch ein, aber 5x4. Ist ja nicht gerade eine geile Verbesserung. Hätte ich lieber beide einzeln lassen sollen. Darf halt nicht zu weit am Rand durchlaufen. Wobei, manchmal spawnen ja auch welche in der Mitte. Also der Rückstoß des Speers ist schon geil, wie der die weghaut. Aber der Angriff, der dauert halt jedes Mal für 3 Sekunden. Und jetzt bin ich schon wieder so am Rand gedrängt. Dass ich schon aufpassen muss, dass ich nicht in den Spawnpunkt von den Gegnern reinlaufe. Das haben wir auch mal wieder überlebt. Einfach noch mehr Speed. Mehr Range. Mehr Mini-Damage. Den Speer mitnehmen und den auch lassen. Nicht aufwerten. Bloß nicht aufwerten. Ah. Also manchmal doppelt bringen ist gar nicht verkehrt. Dann merkt man auch, dass da Erfahrung passiert. Der Schaden ist ja nicht mal schlecht hier. Boom. Also das Feuer ist immer noch... noch nicht im Eins. Also das Feuer bringe ich nämlich nicht nochmal. Weiß nicht, wenn man völlig aufgetrimmt ist auf Elementarschaden, ob das ein bisschen geiler wird, aber ansonsten. Wenn es jetzt noch Gegner anstecken würde, dass sie alle brennen.
Dann ist es vielleicht nicht verkehrt. Aber jetzt komme ich schon besser durch, oder? Gerade? Gut, ist das für der 4. Noch mehr Range. Noch mehr Schaden. Noch ein Messer mitzupacken? Ist jetzt wieder Elementarschaden. Ja, vielleicht finde ich mal was mit Elementar mal zwischendurch. Vielleicht jetzt doch eh mal. Ja, komm. Jetzt kommt doch die Stärke von oder nicht. Ne, kam das dann noch 6, oder? Kam die jetzt auch schon mit bei. Der macht halt 31 Schaden, ja. Das ist schon nicht zu verachten. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich hier nicht schon wieder am Rand nicht mehr wegkomme. Ich bin eigentlich schon wieder tot. Und das Tempo ist so langsam. Ja, das will ich auch hin. Einfach zu langsam. Die haben auch alle keinen richtigen Rückstoß, also. Scheiße. Ich versuche den trotzdem nochmal. Aber nicht mit der Fackel. Scheiße, das soll ich nicht einfach nur nochmal auswählen können. So fand ich den mit Leveln gar nicht so verkehrt. Was ist denn hier, was als schnellstes angreift? Cooldown 075. Das war schon. 08, okay, das ist SLG. Ja, komm mal, 08 ist halt richtig geil. Komm, wir nehmen nochmal SMG. Weißt du, dass man die Waffen aufblättert, indem man sie nochmal hat? Hat das so ein bisschen was wie so ein kleines Sammelspiel immer? Oh, war ich im ersten Level? Ja, komm, mehr Schaden, wenn ihr Treffer. Mehr Schaden. Mehr Tempo. Noch eine Schrot dazu. Ja, die Spritze im Kopf, lustig. Das ist cool, dass man das an dem Charakter sieht. Also, das ist wirklich. Wenn es nur so ein kleines Gimmick ist, ja, cool. Ich hoffe, dass wir noch weiterkommen. Ein bisschen. Läuft's nicht so. Ach, sind aber auch scheiße schnell. Noch mehr Attack Speed, komm. Noch höhere Genauigkeit. Attack Speed. Noch eine SMG. Ohne aufwerten, unbedingt ohne, ey. Was für dich kämpfen als mir. Und noch ein Taser dazu? Oder einfach noch mehr SMGs? Ja, schon finden. Ich glaube, hier ist wirklich die Masse wichtiger als die Qualität der Waffe. Also habe ich so das Gefühl. Alles ist immer nicht so geil. Alles immer scheiße, aber ich will halt auch nicht jedes Mal mit Reboy mein Geld verbraten. Das habe ich leider nicht genug. Ach, scheiße, Mann. Ich hätte gerne die noch dazu, aber kann ich das. Ich kann das doch locken, oder? Müsste es ja jetzt gesperrt sein. So, die Welle habe ich theoretisch noch nicht geschafft. Die nächste auch noch. Ich schaffe die 6 halt immer nicht. So harmlos aus, so süß irgendwie. Durch die bunte Farbe. Nicht so ein Grauschleier, nicht so düster. Sieht wirklich aus wie so ein Comic-Spiel. Und ist trotzdem ganz schön anstrengend.
Okay, bisher ging's noch. Weniger Rüstung, wozu brauche ich überhaupt? So, noch mehr Deutschen? Mehr Schaden? Die Schrotflinte mitnehmen? Ja, und weiter. Komm, hau weg die Scheiße jetzt. Mach Erfahrung. Weil der steckt schön schnell. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sein Nachteil war. Außer, dass er mehr Erfahrung kriegt. Okay, alles ist teurer. Ah, kann ich halt nicht so viel auswählen. Das wird schon eklig. Schießt aber auch immer nicht die ab, die er abschießen soll. Noch fucking 20 Sekunden. Ich bin gleich weg. Jetzt wäre der Schaden vielleicht doch geiler gewesen. Wenn ich die Waffen zusammengepackt hätte. Was nehmen wir nun? Alter, weniger Erfahrung und weniger Schaden. Dafür scheiß viel Glück, weil der dumm ist. Der ist laut, ich mach mehr Schaden. Aber ich hab auch mehr Feinde. For every living enemy, okay. Aber halt auch ultra wenig Schaden. Ist denn mit nur einer Waffe? Der ist halt der Fetti. So ein bisschen, denke ich mal. Brrr. Ich nehme mal den hier wieder. Die Frage ist halt immer, welche Waffe nimmt man? Welche fucking Waffe? Kommen wir wieder zurück zu den Wurzeln, Pistole. Macht halt mit 10 Schaden. Gar nicht verkehrt. Wobei ich das jetzt wieder sage gegen die ersten Gegner. Ja, noch ein Level abgekriegt, okay. Hm. Was? Baby-Elefant. Okay. Ja, ich gehe nicht auf Elementar, dann lass mal so. Was immer noch 10 Schaden ist, also. Ich dachte, das ist jetzt immer mehr geworden. Und zählt das Damage nur für Nahkampfwaffen? Mit dem Trizeps und so. Und das andere sind Ranged Weapon. Aber dann würde doch Melee stehen. Da steht ja nur Damage. Ich bin einfach viel zu langsam. Komm halt einfach nicht weg manchmal. Hier ist zum Beispiel Melee Damage, hier ist Ranged Weapon Damage. Muss man in der Schulter haben, okay. kein Geld. Einfach mal fucking kein Geld. Shit, manchmal kriegt er aber auch keinen Tod, ey. Pistole ist schon stark, aber kriegt immer mal wieder doch keinen Tod. Bist ja auch nicht gerade Glück mit Waffen. Ich bin schon wieder 3 und hab immer noch die Anfangspistole. Gott. Na, zumindest habe ich das noch überlebt. Das hat aber nicht allzu viel gebracht. Mann, ich will. Achso, ich habe das jetzt genommen wegen dem hier, ja. Ich will aber die andere Scheiße halt nicht.
Gott, ich komme doch da niemals mehr durch Welle 4, oder? Mit dem Scheiß, den ich jetzt hier habe. Schlimm ist ja immer, wenn ich ein Material einsacke. Ist die nicht tot? Dann mache ich random im Gegnerschaden mit mittlerweile 30% Chance. Das ist einfach viel zu wenig Einschaden. Das müsste sich noch steigern. So geht's gerade, aber jetzt kommen sie von außen halt wieder. Gut, dass die wegrennen. Das ist ja eins die Trost gerade. Ich sammle halt auch keine Erfahrung richtig ein. Ich bin Level 4 und bin mit 3 Erfahrungen noch unterwegs. Level 3 unterwegs. Gott, das ist glaube ich die schlechteste Runde, oder? Noch weniger Schaden. Komm, ich habe ja keine Auswahl. Ich muss ja was nehmen. Ich muss ja was nehmen. Ich realisiere das manchmal nicht, wenn die scheiß Kreuze hier auf dem Boden auftauchen. Und so konzentriert generell auszuweichen. Ein bisschen das Gefühl, dass er nicht richtig gut schräg laufen kann. Scheiße, ich würde das anders nutzen. Oder? Gut, ich glaube, eine Runde machen wir noch. Das Spielprinzip habt ihr ja nun verstanden, würde ich mal sagen. With Blade Weapons. Puh, ja, komm. Wir nehmen mal den Verrückten. Mit dem Standardmesser. Er hat gleich zwei hier dadurch, weil er mit einem startet. Na, oh, der Messerfuzzi hat alles weggemessert. Gar nicht mal so schlecht. Ausfall ist immer schwierig. Wie die andere aussieht. Anni rostet. Ah, solange den noch mit einem Schlag tötet, ist ja alles simpel. Das wird schon wieder ein bisschen eng. Das Gefühl, wenn ich nach oben oder nach links oder rechts laufe. Warte, gucken wir gleich nochmal. Das ist alles Schmutz hier. Komm, gib mir mal was Vernünftiges. Ja, komm, nehmen wir auch noch sowas mit drin. Ja, und das auch. Wenn ich nach oben oder unten laufe oder nach links oder rechts, habe ich das Gefühl, ich bin schneller, als wenn ich diagonal laufe. Ich finde, da ist das so träge. Oder? Komm an, das wirkt immer so, als wenn das zwischendurch langsamer wird. Mehr kritisch, mehr Glück. Ja, komm. Lifestyle, ja, komm, ja, 1% ist aber nicht die Welt. Weiter reicht's nicht.
Ja, diese gekreuzten Augen sehen so witzig aus. So, jetzt habe ich aber auch eine Waffenkombi, ey. Messer, Strommesser, Stachel oder Kaktuskeule, Schrotflinte. Alter, der kritische Impfer war 56. Ja, schon wieder. Geil. Das ist vielleicht kritischer Schaden, so ein bisschen, die Erfolgschance. Jetzt, mal gucken. Hier ist man auch verdammt schnell tot, ey. Shit. Komm, noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. War dann eine Waffe für ihn hier, aber der Verstärker. Ich bringe mich hier auf und überlegt, ob ich noch eine 6 mit dran nehme, wenn ich wie wolle, aber das wird zu knapp. Also wenn ich jetzt wie wollt hätte, hätte ich das Geld vom Braten hätte mir keine mehr leisten können, das meinte ich dann. So, da oben ist eine Frucht. Gott, ich zähle schon 20, 19, 18, 10, 16, 15, 14, 13, 12, 10, oh Gott, nein, oh nein. Komm, überlebe es. Mehr Schaden, mehr Waffen, Gott. Das war jetzt schon gar nicht verkehrt, was ich finde. Ich habe noch ein bisschen Geld, also. So, jetzt ist glaube ich nicht mehr viel drin. Oh, jetzt die Waffe jetzt auf Stufe 3 klatschen sollen. Das hier habe ich ja noch nicht geschafft bisher. So, jetzt entscheidet sich ja, ob ich weiterkomme als sonst. Habe ich nicht genommen, dass meine Gesundheit runtergegangen ist. Ich kann nicht geachtet. Shit. War wahrscheinlich auf andere Sachen so faszinierend. Geil! Haben die 6. Welle geschafft? Weniger Reichweite, mehr Midi. Komm. Noch schneller angreifen. Wie kann ich die Reichweite wieder dazu holen? Wir kombinieren mal. Wir wollen mal. Kombinieren mal die Messer. Wir kaufen dit. Ja komm, die kombinieren wir auch mal noch. Komm, vielleicht finden wir noch was. Für einen Apfel? Nein, leider nicht. Nee. Gibt mir alles nicht. Kann ich nicht mal locken. Habe ich jetzt leider nur 5 Waffen. Dafür sind aber alle deutlich stärker. Hoffe ich zumindest. Habe jetzt nicht wieder verglichen. Oh, 129 kritisch. Das ist schon geil.
gefressen. Das ist halt ein bisschen schade, dass die Früchte auch grün sind. Ich wünschte mir die so ein bisschen in blau. Rot. Rot vielleicht, wegen dem Koffer. Shit, ich bin hier in der Ecke. Trotzdem immer noch die ganze Zeit aufpassen, dass sie mich nicht killen. Noch mehr Mini-Damage. Jetzt habe ich schon zwei Elementarwaffen. Jetzt Elementarschaden zu reduzieren, ist glaube ich nicht so geil. Ja, hier ist alles scheiße. Hier ist irgendwie scheiße. Was ist das denn? Also, ich meine, das können wir schön kombinieren. Die Proxine werden nochmal abgeprallt. Okay. Haben wir ja auch nochmal die Schrotuffi-Werte gekriegt? Alter, 220. Nehme ich jetzt das Messer und speichere mir. Ja, ich nehme noch das Messer, damit ich die Waffen habe. Dann locken wir das und tun jetzt dann die Dreier-Messer, wenn wir so lange überleben. Einfach nur, damit wir noch eine Waffe mehr haben. Oh, was ist er denn? Neue Typen. Heil, der Schaden, den. Fuck. One Hit. Oh Mann, das erinnert mich ja schon an Elden Ring. War ich auch so ein One Hit. Scheiße. Gut. Cool. Ja, das war Potato. Finde ich deutlich schwerer als die anderen. Einfach auch schon, weil es so klein ist. Ist wirklich fucking klein, die Arena. Ja, gibt noch kein Release-Datum leider, wie ich am Anfang erwähnt habe. Demo-Version 010. Okay, also das erste überhaupt hier. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal und ciao, ciao.